hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge Elite Dangerous. Wir machen hier weiter, wo wir jetzt zuletzt aufgehört haben. Und zwar, wir schauen uns das schwarze Loch an. Waren jetzt immer noch auf dem Weg hier zu der Wasserwelt, die wir noch schnell kartografieren wollten. Da hatte ich ja in der letzten Folge so ein bisschen erklärt, wie das mit Captain's Log funktioniert, wenn sich jemand dafür interessiert. Das ist beim Exploren doch immer eine ganz gute Ergänzung. Da hat man das ein bisschen zusammengefasst und muss nicht jedes Mal in die Systemkarte switchen. Und da kartografieren wir jetzt die Wasserwelt, dann die erdähnliche Welt und dann geht es dann halt weiter. Da haben wir jetzt noch hier circa 5 Sprünge, die wir machen müssen. Und dann schauen wir, dass wir den ersten Punkt kriegen, wo es dann Richtung Beagle Point geht. So, mal gucken, dass wir unser Effizienzbonus hier erreichen. 6 Sonden. Dann auf allen 4 Seiten einfach eine Sonde drauf. Eine vorne und eine hinten hin. Kleinen Moment warten und dann haben wir die 100%. Die letzte Sonde braucht noch. Oh, fast mittig getroffen. Das geht ja. So, da haben wir jetzt den A8 noch. Das ist dann die erdähnliche Welt. Das ist dann einer. Hier haben wir 2000 Lichtsekunden. Das geht aber auch noch. Ja, hier sieht man auch nochmal die ASP, mit der ich unterwegs bin. Schon ein sehr gut geeignetes Schiff zum Exploren. Steckt auch ein bisschen Ingenieurarbeit drin, ist aber auch noch nicht komplett fertig. Wieder dazu schalten. Kann man sich auch noch mal ein bisschen umgucken. Also ist schon eine beeindruckende Sterndichte hier in der Nähe von Colonia. Da bin ich mal gespannt, wie es halt Richtung Beagle Point dann auch weiter aussieht. Da wird es zwischenzeitlich auch mal eine Tour abnehmen, wenn man zwischen die Spiralarme durchtaucht. Da sieht man nämlich hier auch das Band von der Milchstraße. Hatte ich bei vergangenen Clips, da hat es irgendwie eine komplett andere Farbe gehabt, aber es sah doch schon spektakulär auch aus. Aber es ist schon beeindruckend hier. Also gerade halt auch die Nebel und so weiter, also in welchen Farben die auftauchen. Ich finde das ein absolut interessantes Thema einfach. Welche Faszination es halt auch so einer Milchstraße gibt. Spektakulär ist halt auch der Orion-Nebel, der ist auch in der Nähe der Blase. Wer da mal hinfahren will, es lohnt sich da wirklich mal einfach hinzufahren, wenn man hier halt so ein bisschen Spaß am Exploren hat. Also ich bin ja da absolut der Typ für, absolut neugierig, was alles betrifft. Und jetzt dann auch in dem kommenden DLC in Odyssey, wenn man dann auch zu Fuß rumlaufen kann, Siedlungen vielleicht auf den Oberflächen dann gibt. Einfach so ein bisschen Entdeckergeist.
So, mir fällt aber gerade auf, ich habe die Uhr hier gar nicht mitlaufen lassen. Gut, da haben wir dann doch eine Folge, die ein bisschen größer wird. So, hier, ja, 5 Sonnen sollten reichen für die erdähnliche Welt. Es dauert dann halt immer abhängig davon, wie weit man halt noch von dem Himmelskörper dann entfernt ist, bis die Sonden dann halt auch einschlagen. So, 100%, fertig kartografiert. Ich mache mal den Moduswechsel nochmal, da können wir uns das noch mal ein bisschen angucken, falls das wer noch mitgesehen hat. Ist halt doch schon ein bisschen anders als unser eigener Planet. Gucken, vielleicht kriegen wir nochmal so einen schönen Sonnenaufgang hin, wenn wir jetzt hier so auf die Schattenseite fliegen. Ich glaube, ich bin zu nah dran, dass man es noch erkennen kann. Ja, wer schon Zugang zum Sol-System halt hat, das ist halt ganz interessant auf der Nachtseite, weil da sieht man dann auch wirklich noch Lichter. Das ist schon beeindruckend. So gut, wir haben uns lange genug hier aufgehalten dann jetzt. Normal sollte auch laut Captain's Log es nichts mehr geben, was wir noch scannen können. Ich versuche das jetzt mal nochmal nachzugucken. Ja, alles was wir haben, das haben wir, also ab ins nächste System. Dann direkt weiter. Was scannen. Scheint es auch einen Stern noch zu geben, der ein bisschen weiter weg ist. Ja, ganz da hinten kann man sehen. Ja, 142.000 Lichtsekunden. Das ist doch ein Stückchen. So, schauen wir mal, was wir hier so finden.
Ah, hier hätten wir jetzt doch Planeten noch gehabt. Oh, sogar ein Eisplanet mit Ring. Ah, hier in der Nähe halt von den Riesen immer die geologische Aktivität. So, mehr hat er nicht mehr. Suchen wir die nächsten. War abzusehen, dass es da normalerweise auch noch was gibt. Auch Eisplanet mit Ring. Weil das hier sind jetzt wirklich die großen Wasserstoffriesen halt. Hier auch mit 74% Anteil von der Atmosphäre her. Ja, welche Planeten normalerweise hier beim Exploren immer ein bisschen Geld bringen, das sind natürlich alle terraformierbaren. Da ist es ganz egal, ob das jetzt ein felsiger ist oder ob es dann halt doch eine Wasserwelt ist, die terraformierbar ist. Aber selbst auch die nicht terraformierbaren Welten, also gerade was so ab Wasserwelt erdähnlich anfängt oder manchmal sogar auch die metallreichen, weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Das letzte Mal ist doch schon ein bisschen her, wo ich eine Reise angegangen war. Gucken wir hier auf dem Orbit noch. Ja, hier ist der letzte. Das ist nochmal ein Klasse 3 und auch schön blau. Die sehen eigentlich auch wunderschön aus. Abhängig, was sie dann vielleicht auch noch einen Ring mit sich tragen. Also Asteroidenring. Die sind dann auch immer mal nett anzusehen. System Scan complete. So, ich schaue noch mal nach. Da, den wollen wir mal. Aber terraformierbar sollte es normalerweise nichts geben. Nee. Somit weiter ins nächste System. An der Stelle hier tanke man noch mal ein bisschen nach. 16 Himmelskörper zu scannen. Auch aufpassen, dass man hier halt nicht den kritischen Wert übersteigt, weil sonst wird die Reise sehr kurz. Gut, wir haben eine Feldwartungseinheit, sogar zwei Stück dabei. Selbst wenn wir mal einen Neutronenstern auch benutzen zum Springen, also unseren FSA überladen. Das können wir auch gerne noch machen, wenn wir einen unterwegs erwischen. Ja, gucken wir hier. Bietet sich direkt zum Scannen an. Ja, das sind jetzt zum Beispiel hier solche. Ja, das ist jetzt ein steinerner Planet. Aber selbst wenn die terraformierbar sind, mitnehmen. Es gibt Taschengeld. Hier ist wieder ein Gasriese mit ammoniakbasiertem Leben. Die lohnen sich jetzt normalerweise nicht. Ich meine, bieten sich auch an für zu scannen. Kriegt man auch ein klein bisschen Geld dafür.
Aber das zögert halt dann die Reise extrem in die Länge. Ja, auch wieder schöner Ring. Ah, hier auch wieder ganz andere Farbe. Das sieht man halt auch schon hier im VSS-Scan. Da ist auch wieder ein steinerner. Bei den metallreichen Planeten, da muss man halt nur ein bisschen aufpassen. Die haben normalerweise gerne auch eine höhere Anziehungskraft. Das ist abhängig so ein bisschen dann von der Größe. Also wenn man da mit einer Anaconda unterwegs ist, da wird dann eine Oberflächenlandung, wenn man da halt dann gerne runter möchte, wird dann etwas kniffliger. So, ich schaue nochmal nach. Aber für unsere Zwecke sollte jetzt auch wieder nichts dabei sein. Nee, können wir direkt weiterreisen. Himmelskörper. Das nächste könnte, ja, das ist unser schwarzes Loch. Das hatte ich bis jetzt aber auch noch nicht, dass ich in so ein System reingefahren war. Wird also für dich und mich ein Erlebnis. Jetzt hatte ich nur in Maya selbst ein schwarzes Loch mir mal angeguckt, was aber als Zweitstern war. Diesmal kommen wir direkt an dem schwarzen Loch raus. Sollte aber nur ein kleineres sein als Sagittarius A. Da würden wir auf einen riesengroßen, also auf ein großes schwarzes Loch halt treffen. Genauer gesagt ein super massives. Gut, die hier lassen sich alle an einer Hand abzählen. Dann warten wir mal jetzt einen spannenden Moment ab. Sieht man auch schon oben in der Beschreibung, schwarzes Loch. Jetzt bin ich mal gespannt. Schalte einmal an. Ah, da ist es. Eine Lichtsekunde weg. Ich meine, ich habe ja unheimlich Respekt vor den Geschichten. Und da sieht man jetzt auch wirklich den Linsen, den Linseneffekt.
Sieht schon spektakulär aus. Das ist jetzt halt auch wirklich nur ein kleines. Aber da können wir mal gleich genau gucken, wie groß es genau ist. So, scannen wir mal das System hier. 8 Himmelskörper. Oh, Eisplanet. System scan complete. Das war's schon. T-Sterne. So, mal gucken, ob ich das schwarze Loch jetzt hier nochmal finde. Über den VSS. Könnte nochmal hier sein. Ah, ne, hier. Ah, hier sieht man auch, es hat 3,3 Sonnenmassen. Also wirklich nur ein kleines. Und 62 Millionen Jahre alt. Schon interessant. Was sind die auf dieser Welle? Nee, die Wellenlänge ist ganz egal. Es verbirgt sich. Aber hier sieht auch interessant aus. So, das sollte es dann für diese Folge dann gewesen sein. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Steven zockt. Seid dabei, die Reise bis zum Beagle Point. Lasst ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Ansonsten schiebe ich jetzt dann hier für die zweite Folge vielleicht noch einen kleinen Clip nach, wie der restliche Tag dann so noch verlaufen ist. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Steven.